Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokraten sind die Gewinner der Landtagswahlen von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die niedersächsische SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Schröder kann mit einer Koalition die CDU-FDP-Regierung von Ministerpräsident Albrecht ablösen. Und in Nordrhein-Westfalen haben die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit behauptet. In beiden Ländern hat die CDU verloren, in beiden Landesparlamenten werden auch Freie Demokraten und Grüne vertreten sein. Und noch eins ist beiden Wahlergebnissen gemeinsam, die Republikaner spielen keine Rolle. Der Wahlausgang in Niedersachsen ist auch bundespolitisch von Bedeutung. Mit der Regierungsübernahme durch die SPD wechseln die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat. Dann haben die SPD-geführten Bundesländer mehr Stimmen als die von CDU und CSU geführten. Zum Wahlausgang in Niedersachsen aus Hannover Ulrich Deppendorf. Während es am Anfang noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, ist es jetzt ganz eindeutig, der Wahlsieger in Niedersachsen heißt SPD, hier das Ergebnis auf der Hochrechnung. Die CDU kommt auf 41,2, die Sozialdemokraten auf 44,2%, die Grünen auf 6,0, die Freien Demokraten auf 6,2%, die Republikaner auf 1,5, die anderen Parteien auf 0,9. Und nun die Sitzverteilung im neuen niedersächsischen Landtag. 155 Mandate sind zu vergeben, hier die Aufteilung. Danach kommt die CDU auf 66, sie verliert 3. Die SPD erringt 71 Mandate, gewinnt 5 dazu. Die Grünen 9, sie verlieren 2. Und die Freien Demokraten 9, sie kommen, haben keinen dazu gewonnen. Danach 5 Sitze Mehrheit für SPD und Grüne zusammen. Zu einem Gespräch jetzt Ulrike Wolf. Ja, und wir haben hier im Studio den Wahlsieger zu Gast, Gerhard Schröder, zusammen mit seiner Frau. Herr Schröder, Sie hatten im Wahlkampf ganz eindeutig Hängepartien. Manchmal hat man den Eindruck, Sie glaubten selber nicht so recht an Sieg. Jetzt ist es soweit. Was hat es bewirkt? Also bei mir hinkt nichts. Auch im Wahlkampf nicht, Frau Wolf. Aber natürlich gibt es in Wahlkämpfen immer ein Auf und ein Ab. Wir hatten nach der Wahl in der DDR sicher Schwierigkeiten. Aber die haben wir dann überwunden. Und ich glaube, die Entscheidung ist gefallen deshalb, weil wir die niedersächsischen Probleme, die es hier gibt, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich in den Mittelpunkt gestellt haben. Aber wir haben auch profitiert von einer sozial verantwortbaren Politik der deutschen Einheit. Und da hat insbesondere einer ganz Wichtiges beigetragen. Oskar Lafontaine hat im Herbst letzten Jahres eine strategisch unglaublich wichtige Entscheidung durchgesetzt, manchmal fast im Alleingang. Er hat nämlich darauf gedrängt, bei der nationalen Frage nicht allein zu bleiben, sondern die sozialen Themen, die Folgen der Einheit mitzubedenken. Und deshalb ist er hier auch Wahlsieger und sein Gegenüber, Herr Kohl, Wahlverlierer. In Nordrhein-Westfalen war die CDU mit Bundesarbeitsminister Blüm als Spitzenkandidat angetreten, um die absolute Mehrheit der Sozialdemokraten zu brechen. Blüm gestand die Niederlage am Abend ohne Wenn und Aber ein. Für die SPD und Ministerpräsident Rau ist es das dritte Mal hintereinander, dass sie die absolute Mehrheit gewonnen haben. Direkt aus Düsseldorf, Petra Liedschreiber. Ja, wir haben jetzt die letzte Hochrechnung hier vorliegen und danach hat die SPD 50,5%. Das ist ein leichter Verlust zum letzten Mal, aber die absolute Mehrheit gesichert. Die CDU 36%, die FDP 5,7% ist im Landtag, die Grünen 5,2% haben knapp den Sprung in den Landtag geschafft, die Republikaner mit 1,9% ein vernachlässigenswertes Ergebnis, die anderen 0,7%. Danach wird der Landtag in Düsseldorf in Zukunft so aussehen. Die SPD behält die absolute Mehrheit, 119 Sitze. Die CDU wird 85 Sitze haben, die FDP 13 Sitze und die Grünen 12 Sitze. Und jetzt weiter mit Fritz Pleitgen. Ja, Ministerpräsident Rau, landespolitisch ist hier in Nordrhein-Westfalen alles klar. Sie werden allein weiter regieren. Aber hat dieses Ergebnis auch Auswirkungen auf die Bundes- und gesamtdeutsche Politik? Ich hoffe das sehr, aber zuerst einmal freut man sich einfach darüber, dass man zum dritten Mal die absolute Mehrheit gewonnen hat. Das war ja nicht selbstverständlich. Aber welche Auswirkungen hat das für die Bundes- oder gesamtdeutsche Politik? Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir jetzt eine Mehrheit der SPD-geführten Länder im Bundesrat haben, uns mehr Möglichkeiten gibt, auf den gesamtdeutschen Prozess einzuwirken. Das war ja im letzten halben Jahr
nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Übrigens ist das auch die Meinung von Ländern, die nicht SPD geführt sind. Würde das bedeuten, dass der Prozess verlangsamt wird? Manches im Prozess muss, glaube ich, verlangsamt werden. Aber das alles muss ohne schuldhaftes Zögern gehen. Nur, ich glaube, dass wir die Fülle der Probleme, die vor uns liegen, im Blick auf die deutsche Einheit noch gar nicht alle katalogisiert, geschweige denn gelöst haben. Das geht auch nicht, aber ich brauche, nach meiner Meinung, brauchen wir mehr Gesprächskontakte zwischen Bund und Ländern. Denn die Bundesrepublik ist aus Ländern hervorgegangen und nicht umgekehrt. Was würden Sie sagen, wann sollten die Bundestagswahlen sein oder sollten gleich gesamtdeutsche Wahlen stattfinden? Ich bin für Bundestagswahlen am 2. Dezember. Und wann für gesamtdeutsche? Ich bin nicht für die jetzige Festlegung gesamtdeutscher Wahlen, sondern ich glaube, das kann man erst, wenn man nicht nur den Staatsvertrag in der Sache beraten und entschieden hat. Ich selber halte ja eine Volksabstimmung für unerlässlich in beiden bisherigen deutschen Teilstaaten. Und ich würde heute nicht entscheiden, wann die gesamtdeutsche Wahl sein soll. Herr Minister Blüm, Sie waren und sind der Spitzenmann der CDU hier in Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis ist für Sie überaus enttäuschend. Was ist eigentlich mit der CDU los? Sind Sie gescheitert daran, dass die Bonner CDU ein zu hohes Tempo eingeschlagen hat bei der deutschen Einigungspolitik? Sind da nicht die Wähler auch hier in Nordrhein-Westfalen überfordert worden? Richtig ist, die Wiedervereinigung ist auf uns gekommen, ohne Vorbereitung. Aber das ist doch das große Geschenk der Stunde. Und wir haben auch keine Zeit zu verlieren. Es ist Unsicherheit entstanden in beiden Teilen Deutschlands. Die hat sicher uns nicht genutzt. Diese Unsicherheit gilt es zurückzudrängen. Denn ich finde, das ist die einmalige Chance. Wenn wir die verpassen, kommt sie nie mehr. Die einmalige Chance. Die Mauer ist gefallen. Deutschland ist wieder einig Vaterland. Und aber es war Wahlsieg hin, Wahlsieg oder Wahlsieg bei Ihnen, Wahlniederlage bei mir. Die Aufgabe bleibt und mit ganzer Kraft für deutsche Einheit. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Es waren Wahlen hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Es war doch ein Unterschied in der Akzentsetzung. Ministerpräsident Rau hat offensichtlich damit klar gewonnen. Sie haben auch auf Deutschland einig Vaterland gesetzt. Offensichtlich ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Also meinen Überzeugungen bleibe ich treu. Die werden von Wahlausgängen aber wird sich das jetzt beeinflussen? Ich meine, diese Wahlaussage der Wähler ist ja auch etwas wert und muss analysiert werden. Aber an dem historischen Ziel, kein Jota wird davon zurückgenommen. Ich bin doch kein Opportunist. 1,5 Monate vor der geplanten Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ist der Staatsvertrag im Entwurf fertig. Vergangene Nacht schloss die Deutsch-Deutsche Expertenkommission in Bonn ihre Verhandlungen ab. Kanzleramt am Tag danach. Bis um Mitternacht hatten hier die deutsch-deutschen Verhandlungsdelegationen zäh verhandelt. Dann stand das Ergebnis fest. Der Staatsvertrag zwischen Bonn und Ost-Berlin ist fertig. Was die Experten nunmehr zu Papier gebracht haben, müssen jetzt die Politiker noch absegnen. Es soll weiter zügig vorangehen. Ein durch das heutige Landtagswahlergebnis politisch geschwächter Bundeskanzler will bereits morgen mit DDR-Ministerpräsident de Maizière in Berlin zusammentreffen. Auch die beiden deutschen Finanzminister wollen morgen die desolate Finanzlage der DDR erörtern. Schon am Freitag will der Kanzler dann den Staatsvertrag im Bonner Kabinett verabschieden lassen, sodass er auch im Parlament noch im Mai beraten werden kann. Es bleibt also dabei. Ab Juli wird dann die D-Mark das alleinige Zahlungsmittel für beide Teile Deutschlands. Die SPD-Finanzexpertin Matthias Mayer hat sich kritisch zu Nachbesserungsforderungen aus der DDR geäußert. Gegenüber der Berliner Morgenpost warnte sie vor überzogenen Ansprüchen. Zwar sei es richtig, dass sich die DDR-SPD für die Kleinrentner einsetze, die Hilfsbereitschaft der Bundesbürger dürfe aber nicht überstrapaziert werden. Die Koalitionsregierung in Ost-Berlin will nach den Worten des SPD-Fraktionschefs Schröder nach der Währungsumstellung im Juli nicht mehr unter Zeitdruck über die weiteren Schritte zur deutschen Einheit verhandeln. Dieser Ansicht erklärte er in der Tageszeitung Die Welt, sei auch Ministerpräsident de Maizière. Notfalls müsse die Bundesregierung ihre Terminvorstellungen noch einmal überprüfen. DDR-Außenminister Meckel rechnet mit gesamtdeutschen Wahlen im Frühjahr nächsten Jahres. Im Deutschlandfunk sagte er, der Wahltermin werde aber wesentlich davon abhängen, wie die Folgen der Währungsunion von den Menschen in der DDR aufgenommen werden.